Früher war zwar mehr Lametta, aber auch zu Weihnachten 2023 darf Weihnachten bei Hoppenstedts im TV nicht fehlen. Wir haben die ersten Sendetermine für euch. Inhalt: Weihnachten bei den Hoppenstedts, darum geht's im Klassiker von Loriot, Weihnachten bei Hoppenstedts. TV-Sendetermine an Weihnachten 2023, Weihnachten bei Hoppenstedts bei Amazon, Netflix Co. Erstmals wurde Weihnachten bei Hoppenstedts als die 14. Folge der Fernsehserie Loriot am 29. Juli 1997 im ersten ausgestrahlt. Die Handlung dreht sich hierbei um die Hauptsketche von Weihnacht aus Loriot IV. Weihnachten bei den Hoppenstedts, darum geht's im Klassiker von Loriot. In der Episode steht Weihnachten kurz vor der Tür. Großvater Hoppenstedt, Loriot, sucht nach einem Weihnachtsgeschenk für sein Enkelkind Dicky, Katja Bogdanski. In einem Spielwarenladen hofft der alte Mann dieses zu finden. Einer hilfsbereiten Verkäuferin kann er jedoch weder über Alter noch Geschlecht des Enkelkindes Auskunft geben, was die Sache etwas kompliziert. Doch die Verkäuferin hat schnell das passende Geschenk parat. Wir bauen uns ein Atomkraftwerk, das perfekte Spiel für Mädchen und Jungen. Was das wohl wird? Weihnachten bei Hoppenstedts. TV-Sendetermine an Weihnachten 2023. Die ersten Ausstrahlungstermine von Weihnachten bei Hoppenstedts in der Weihnachtszeit 2023 sind veröffentlicht worden. Dazu zählen in diesem Jahr 6 TV-Termine. Den Start macht der Sketch an Heiligabend. Hier seht ihr die Termine im Überblick. Sonntag, 24. Dezember 2023. Montag, 25. Dezember 2023. Die Tabelle wird fortlaufend aktualisiert. Weihnachten bei Hoppenstedts bei Amazon, Netflix Co. Weder Netflix noch Amazon Prime Video oder andere legale Streamingdienste stellen den Weihnachtsklassiker von Loriot zur Verfügung. Dieser wird jedoch in den jeweiligen Mediatheken der TV-Sender wie zum Beispiel der ARD-Mediathek zum Abruf stehen und ist auf YouTube ebenfalls bereits zum 100. Geburtstags-Loriots von der ARD zur Verfügung gestellt worden.